bin geboren in Köln, und zwar zur Kölner Schalkasse Nummer 27, Ecke Schalkasse und Griechenmarkt. Da wurde ich geboren am 24. April 1927 zu Köln. Das ist das Jugendbild, da war ich gerade 12 Wochen alt. Das ist unser Eisdiele und Reibkuchenbütchen, das ist mein Vater. Das ist mein Vater, das ist meine Mutter und das bin ich als kleiner Junge. Und ich glaube, es muss ein Wunderkind gewesen sein, ob es in der Schule war. Ich war stark, ich war alles. Ich komme nicht mit den Schulen von den Jungs, die in der 5. Klasse war oder 6. Klasse, 7. Schule war. Also ich war immer der Stärkste. Da war damals eine Fußballmannschaft, die ist Sulz 07. Das war genau die Serbien-Mannschaft, aber noch vor Anfängen. Da wurde man noch mit einem Ball, hatten wir. Und da spielten wir Fußball, und zwar auf dem Sulzplatz da, am Unioplatz. Und wir spielten Fußball, und da kommt der linke Aids, und was meinst du, was los ist, tritt man den Ball von unten, ich sag noch, du Verrückte, passt da bist du, bist was? Komm her, Schlange, wollte man noch einen Ball geben, ich schon hin, bam, und noch, und außen, der kippt er genau um wie ein Baum, patsch. Da kommt der Hochschutzbüb zu mir und sagt, Mensch, du wirst hier für den Heros. Und nimmt mich mit und schleppt mich mit einem Heros. Das war damals der Melon Sköbis, der Band, der wie ich, einer der größten Fighter. Und mein Entdecker war der Herr Melon Sköbis. Und da kam damals Zeiten, Alois Ulrich, der kennt ihr ja alle noch, der von Colonia, der hatte mich dann gesagt zu seinem Freund, wissen Sie, wie der Ulrich Alois immer spricht, ah, Herr Steinacker, ich hab da einen Boxer, der ist wunderbar, der kann hauen, ihr Pferd, dem sie Bruder, der war ein guter Mann. Der Holde, der ist ein einmal, so spricht er ja. Der spricht immer wie so Hörnchen. Ja, und er geht da hin. Und der Herr Steinacker, der hat mir entdeckt, nimmt mich mit nach Hamburg. Da war da unter anderem der Firnis Hermann, der Grutsche Hennes von Bickendorf da, von Riel. Und Ulrich boxte da gegen Gustav Eder und ich boxte da gegen Tritschak und machte meine erste Qualifikation. Aber ich war keine Qualifikation, ich war direkt der Hauptkämpfer. Ich habe da 10 Runden machen müssen und habe dann in 2. Runde den Tritschak K.O. geschlagen. Das war damalige Zeit, der kommende Mann, der kam hinter Gustav Eder. Und dann boxte ich dann anschließend hintereinander. Peter Müller schlug Tritschak K.O. Und dann kam ich, dann war ich noch so klein. Meine erste Meisterschaft war damals 1949. Und zwar boxte ich, da hatte ich den Trainer gehabt, der jetzt leider verstorben ist, vor 3 Jahren, Rustemeyers Willi. Da boxte ich damals in Kudelschmitz in Köln, Eichstadion. Ich boxte nämlich sehr wunderbar. Er war einer der großen Spezialisten, Kudelschmitz. Er schluchte mich da damals, ja, aber sie T-Schützen mit mir noch tief im Unterleib. Also bildlich und alles ist das festgestellt worden. Am Unterleib. Ich wollte doch weiter boxen. Da hat mein Manager, mein Trainer, Feierabend, Schluss. Da wurde ich da unter drauf, deutscher Meister. Ich habe aber, war mit dem Titel aber nicht zufrieden, weil ich ein ehrgeiziger Mensch war. Habe ich gesagt, jawohl, Kuddel. Ich verteidige den Titel und nach einem Jahr habe ich den freiwillig wieder verteidigt und habe da wieder nach Punkt geschlagen. Und ich dachte damals, der Kuddel Schmidt, ich konnte den K.O. hauschen in der 3., 4. Runde, was hat man so leid getan? Er hatte Schwierigkeiten mit der Steuer gehabt und er hatte ein Haus, eine Heißmangel- und Waschereifabrik gehabt. Die liebe aber nicht so. Und da denke ich jetzt, der Mann will noch ein paar Mark verdienen, ein bisschen nicht so gemein, lass er leben. Ne? Das ist eine lange Geschichte mit Pippo. Es ist einer der ersten Ringrichter gewesen, der mir eine Kämpfe leisten, immer gut mir war. Ich nehme an, es liegt aber nicht am Pipov, der unschuldig ist, nämlich für mich, meine Augen, ist er nämlich unschuldig. Er ist ein Mann, der immer korrekt war zu mir, aber ich nehme an, da steckt ein anderer Mann und dieser Mann möchte ich nicht nennen. Nämlich, ich bin ja nun Provi, ne? Aber nach meiner Ansicht wurde er bezahlt und er sagt, hör mal, du musst dann handeln, dass ich das nach meiner Ansicht muss der so verhandeln, dass der Streit wieder gewinnt. Da fing das an. Strahan, Bupipov, der sagte immer, stopp, brechen, brechen, brechen. Und immer wenn ich angreifen wollte, ich weiß genau, im
harte Distanz bin ich eine Niedige in den Handstreits, aber in meine ganze Distanz, in meinen Nahkampf, als bin ich der Sieger. Und so kam dann der Ringer und sagt immer, stopp, trennen, und sag ich, warum brichst du mich immer? Seht ihr, wenn mich immer harten sie am Mund jetzt, die Zigeuner. Und das schwarze Zigeuner ist mir, bin ich halb rot gesehen und da habe ich ihn gedacht, Mensch, du kommst mir richtig. Und da habe ich ihn ausgenommen. Und dann habe ich den Streits losgestürzt. Und da ist der Streits das Laufen hier. Also, aber ich will meinen Kollegen nicht darin unterstützen, aber ich hätte es ja auch getan. Und dann habe ich hier Catch. Und wenn manche Leute meinten, es wäre ein Theater oder so, es ist kein Theater oder Show ist es auch nicht. Ich habe es erlebt, ich bin manchmal, ob der IK staatenlos oder vom Warrior, so erdrückt worden, manchmal die Hand gebissen, die an alles. Also es ist ein harten Sport, also wirklich ein harten Sport. Und es sind auch anständige Kollegen, die ganze Catcher und anständige Kollegen, mehr wie besser wie manche Boxer. Schwiegervater war derjenige, du gehst nach Amerika, du kannst, du bist dann der Beweis, was du kannst. Und dann kam der Freddy Sommer und das war der einzige Mensch, ich meine, er hat dumme Sachen gemacht, für mich war er ein schöner Mensch. Wir in Amerika, wir waren jetzt für Verrückten, wir fuhren nach Amerika. Wir haben in Amerika auch schöne Kämpfe, also die Kämpfe unentschieden, nach Punkten gewonnen. Da war mein erster Kampf gegen Fulmer in St. Niklas Arena in Brooklyn. Ja, aber ich wollte nach Punkten aussucht. Das gibt für mich nichts anderes. Und wieder hat mir erklärt, dass ich mich verschöckert habe. Dann habe ich gedacht, Mensch, bis nachts hatte ich Schreck heimgehört. Ich konnte ihn nicht eigentlich nichts. Ich ab. Jetzt liest, ich komme ja am Altwelthafen, am Flughafen. Da hole ich dann eine Transportmaschine nach Kopenhagen. Da denke ich, Mensch, wenn ich so reinschmuggelst, dann bist du zu Hause in deiner Heimat. Europa ist Europa, bis hin zur Atlantik. Ich komme da an und da steht gerade bei einer und lauert gerade zu mir schon hin, paff, und schon hin knocke der kurz an, der fällt, ich ihn rein in der Transportmaschine, zugeklappt, der mit zu ihm, wo ist drin? Und dann wurde wieder wach, der wusste nicht mehr, wenn man einen K.O. bekommt, wird mir nicht mehr wach. Weiß man nicht mehr, was passiert ist. Nichts. Also sie wissen ja nichts. Da hat sie einen gehauen. Jedenfalls, er macht die Tür zu, ich mache jedenfalls in der Transportmaschine. Und so ist es im Kopenhagen, passiert im Kopenhagen. Mach wieder so eine Arbeit, der Tiger auf und ich schwupp, wieder raus und bin über die Barriere und weg und nur hier laufen. Ich war jedenfalls in Kopenhagen. Das war ein Italiener, das war der Carmen Brasilio, das war der Weltmeister damals, der Weltmeister, und ich boxe da gegen Carmen Brasilio in St. Nikla in Rochester. Was? Rotsch? Ist es Rochester oder ist es, nein, Rochester ist es nicht, sondern kam Brasilio in Rochester oder ist es in, ich komme jetzt nicht den Namen, also ja, war nicht in Rochester, Rochester ist kurz von New York, in Syracuse, jetzt weiß ich wieder, in Syracuse. Und ich komme da rein, der wurde empfangen, alles war ein Italiener, das ist ein Zwiebelbauer, weißt du, so eine ölige Spur. Ich komme in den Ring, der Referee, der spricht auf einmal Englisch und macht einen Keulen und Quatsch, wird alles vorgestellt. Und auf einmal ging dann die Nationalhymne, die amerikanische, wie ich dich gehört, als Anschlussspruchler, ich stehe dabei, stehe stramm und hörte mir die Nationalhymne an. Um einmal ruft der Ringer, ich wieder, Lady und Gentlemen. Ich sag, Moment, please, 5 Minuten, jetzt wusste ich, was los war. Die wollten den Kampf durchschieben. Ich sag, ich bin Gas und bin ein Deutscher und Sportsmann. Ich runde Sprungen am Mund, kann, habe ich einen kleinen Mundharmonikan und zwar ein Piccolo. Und ich bin dann noch so jung und wusste nicht richtig national. Dann habe ich dann die Jungen, die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen auf der Mundharmonikan. Und das ganze amerikanische Volk waren viele Deutsche, Amerikaner, Italiener und aus dem Harlem, Neger und so alles. Und die waren am Schimpfen. Aber ich hab's gemerkt, in der zweiten Runde, die meisten Menschen in Deutschland kennen mich ja, wie aggressiv ich bin, wie ich temperamentvoll bin.
ging das mir raus und da habe ich gedacht, so entweder der oder ich und mir mit vollen Tempfen, fliehende Fahne. Aber statt in der vierten Runde knockte ich den an, der wackelte, ich hielt ihn fast küssen auf die Stirn. Wieder auf, wieder runter, wieder auf. Und habe dann den Kim, ich wollte nicht gehauen, stehen lassen, leben. Der Junge wurde dann in Amerika, ist es streng, wenn die ja 3 Monate kriegen, die dann sperren. Der Mann ist nicht ja hungrig, lasse leben. Das war damals eine Zeit in Berlin, und zwar der Boxer in Diof. Und das war Diof Frankreich, das ist ein Allroundboxer, ein Boxer, der nicht vom Leib eingeht. Und immer kommt er wieder, hält fest und schlägt mit einer Hand. Ich boxe, 8 Runden, und einmal denke ich, was machst du? Hab den Mundschuss dran, aber ich habe ihn an der Brust gebissen, da kam er, das habe ich auch mehrere Male in Amerika, weil die halten immer fast. Und er kam dann, oh, und da gehe ich rin und schlage ihn auf der Kinnspitze, gibt er um und ist K.O. Das hat er nicht gemerkt, da wurde ich. Kriegst du eine Geldstrafe von 400 Mark von der BDB, Bund Deutsche Berufsboxer. Und war der Arne Roches, der hat 400 Mark, wo für mich viel Geld. Und, aber vor ja, ich habe nicht mehr gewonnen, ich habe nur eine Verwarnung bekommen. Ne? Ich habe das ja nicht extra, ich habe den dann so mit ihm, ich habe an die Millionär, ich habe es nämlich getan. Ich denke, was hast du mit dem zu tun, lass dich nicht festhalten. Der eine übersieht das all die Ringe, ich hatte alles übersehen, ich wollte das nicht sehen, das immer viel zu denken. Ich war, da ist der Hocke. Ich habe einmal in meinem Leben einen Ringer, ich dachte, oh, ja, und denke ich, jetzt machst du so, biesen, da zieht keiner, und dann, wenn er mir ruft, dann langst du hin. Und dann hin, lang in ein Loch. Oder? Wir haben ein gutes Material in Deutschland. Wenn er die Lehre annimmt, wie ich ihm gerne, ich meine zum Beispiel Jupp Elze ist ein, könnte ein zweiter Peter Müller werden, wenn er eisern und fleißig trainieren würde. In Politik, habe ich ein Verhältnis für ihn. Adenauer, ich habe ihm mal von Amerika ein Telegramm geschickt und einen Brief. Mein lieber Landsmann, ich hatte heimweh, die besten Grüße aus Amerika, aus Buffalo, sendet dir dein Freund Peter Müller. Ja, da habe ich unter Schulmeister, hatte eine Sportschule, unter anderem auch Lämmer, da war schon die alle, die Bundesminister, dann stand da trainiert. Ich bin Anschluss bewirtet worden, ne, auch vom Adenauer und alles gut Essen haben wir bekommen, alles. Sonst war alles gut, aber umsonst ist der Tod. Vom Essen kann ich auch daheim. Ich bin ja brav, ich will ja Flöhe sehen. Umsonst ist der Tod. Die mache ich auch nichts umsonst. Die Abend ja offen muss, wenn sie eine Rede halten und alles. Sie kriegen im Monat seine 2.000, 3.000 Mark. Das kriege ich nicht. Ich muss als Prof, muss ich meinen Beruf ausnutzen, um Geld zu verdienen. Ne? Mein Lebensziel ist, dass meine Tochter später mal gut verheiratet ist, fleißig arbeitet, ich mit meiner Frau glücklich und lange gutes Leben haben. Ob einer von uns zuerst stirbt, ob meine Frau oder ich, wer soll das meine Frau sein? Ich werde meine Frau immer treu sein, ich werde nicht mehr heiraten. Das kann man nicht so genau sagen, man weiß es nicht. Aber mein Lebensziel ist, wie jeder andere auch, meine Existenz weiterführen und fleißig arbeiten. Ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Wochenspiegel. Der 17. Juni wurde zu einem Vorboten von Aufständen und Reformen. Die Menschen der Nachbarländer der DDR, die Polen, die Ungarn, die Tschechen, haben auf ihrer eigenen großartigen Weise versucht, ihre Forderungen durchzusetzen.
Es war kein Aufstand für die Wiedervereinigung. Aus der heutigen Sicht kann man sehen, dass die damaligen Kämpfer mehr erreicht haben, sowohl Erstrebtes wie Ungeahntes, als man nach ihrer Niederlage vor sowjetischen Panzern hätte erwarten können. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Wochenspiegel. Die Rede des amerikanischen Historikers Stern zum Tag der deutschen Einheit, sie hat im Bundestag nicht allen Politikern gefallen. So betonte Bundestagspräsident Jenninger in seiner Rede den Wiedervereinigungsgedanken. Das Verlangen nach Einheit und Freiheit gehörten zum Aufstand am 17. Juni 1953. Kurz die Themen dieser Woche, über die wir noch einmal berichten: Brandts Abschied als Parteivorsitzende, Evangelischer Kirchentag in Frankfurt, Unruhen in Südkorea. Interessantes für Autofahrer am Schluss der Sendung. Jetzt erst einmal die Nachrichten von heute. Herr Köpke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zum Abschluss des 22. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Frankfurt hat der Präsident des Weltbundes der reformierten Kirchen, der Südafrikaner Busak, gepredigt. Leidenschaftlich rief er zu einer neuen Welt im Diesseits auf. Unter Anspielung auf die Unterdrückung der Schwarzen in seiner Heimat sagte Busak, das neue Jerusalem sei keine Fata Morgana, sondern werde aus der Asche all dessen entstehen, was heute Pretoria heißt. An der Schlussveranstaltung nahmen 100.000 Christen teil. Die Präsidentin des Kirchentages von Roten Hahn bat Busak, die solidarische Verbundenheit der Teilnehmer mit allen, die in Südafrika litten, mit in die Heimat zu nehmen. Vor einer doppelten Nulllösung hat erneut der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Strauß gewarnt. Er sprach heute auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover. Wörtlich sagte Strauß, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit glaubwürdig erhalten, wenn wir den Frieden in Freiheit bewahren wollen. Ohne Atomwaffen sei das nicht möglich. Der Abbau der Mittelstreckenraketen längerer Reichweite würde es nach Auffassung von Strauß den USA ermöglichen, sich von Europa abzukoppeln. Sollten alle Mittelstreckenraketen kürzerer Reichweite abgebaut werden, ergebe sich eine Überlegenheit des Warschauer Paktes bei den Kurzstreckenraketen von 1300 zu 88 Systemen. Eine derartige Abrüstung würde den Osten zu gefährlichen Denkspielen ermutigen. Die USA sind zunehmend besorgt über die Entwicklung in Südkorea. Der amerikanische Außenminister Schulz, der sich zurzeit in Australien aufhält, entschloss sich deswegen, morgen seinen Abteilungsleiter Seguir als Sonderbeauftragten nach Seoul zu schicken. Er soll Staatschef Chun drängen, das Gespräch mit der Opposition über Reformen wieder aufzunehmen. Seit Tagen ist das Land in Aufruhr, weil Chun einen Nachfolger ohne freie Wahlen durchsetzen will. Der Ausnahmezustand in Panama ist vom Parlament gebilligt und auf unbefristete Zeit verlängert worden. Die Regierung begründete ihr Vorgehen damit, dass der politische Gegner weiter zum Aufruhr und zum zivilen Ungehorsam aufrufe. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht Oberbefehlshaber Noriega. Ihm wird neben Wahlmanipulation und Korruption vorgeworfen, an der Ermordung des früheren Staatschefs Torrijos beteiligt gewesen zu sein. Kurdische Extremisten haben in der türkischen Grenzprovinz Mardin ein Dorf überfallen und niedergebrannt. 31 Bewohner, unter ihnen Frauen und Kinder, kamen dabei ums Leben. Die Provinz Mardin ist einer der größten Spannungsherde zwischen den Türken und den nach Unabhängigkeit strebenden Kurden. Seit 1978 herrscht dort Kriegsrecht. Es sollte im nächsten Monat aufgehoben werden. Moskau-Flieger Matthias Rust hat offenbar Chancen, bald freigelassen zu werden. Das jedenfalls deutete einer der politischen Berater von Parteichef Gorbatschow, der langjährige sowjetische Botschafter in Bonn, Falin, an. In einem Interview mit Radio Luxemburg sagte Falin, er halte es für möglich, dass Rust noch vor dem 6. Juli in seine Heimat zurückkehren könne. Damit würde vermieden, dass der Fall Gegenstand der Gespräche beim Besuch von Bundespräsident von Weizsäcker in der Sowjetunion werde. Führungswechsel bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, das Ende der Ära Brandt. Nach 23 Jahren Parteivorsitz gab Willy Brandt auf einem Sonderparteitag am vergangenen Sonntag die Führung ab. Hans-Jochen Vogel ist sein Nachfolger. Er wurde mit der erwarteten großen Mehrheit gewählt. In seiner Abschiedsrede zog Willy Brandt noch einmal Bilanz, selbstkritisch und selbstbewusst. Einer, der nicht für Hitler kämpfen musste, sondern für das andere Deutschland arbeiten konnte, durfte mit großer Genugtuung erfahren, dass Friede,
und Deutschland wieder oder für viele in Europa überhaupt erst auf einen Nenner gebracht wurden. Wenn ich sagen soll also, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber Freiheit. Auf Freiheit zu pochen, zuerst und zuletzt, für uns Europäer und für das eigene Volk. Freiheit einzuklagen für die Verfolgten und für die Ohnmächtigen, dies sei, wenn ihr es erlaubt, meine letzte Amtshandlung als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Minutenlanger brausender Beifall nach einer großen Abschiedsrede. Die Delegierten spürten, dass ein Stück Parteigeschichte geschrieben war. Die Persönlichkeit Willy Brandts hatte noch einmal die Emotionen geschürt. Manche waren bewegt, manche weinten. Und dennoch keine sentimentale Stimmung. Die Partei hat akzeptiert, bei allem tiefen Respekt vor diesem Mann, dass es politisch Zeit für den Wechsel ist. Blumen und Küsse, aber auch ein Händedruck, den zwei alte Weggefährten mit versteinerten Mienen absolvierten. Klüfte und Gräben in Zukunft überwinden soll die neue Parteispitze, die Flügel aneinander binden. Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Für den neuen Parteichef, den Fraktionsvorsitzenden,